Hallo Leute und willkommen zurück hier bei Risen. Ja, was soll schon sein, Tellur? Wir sind wieder zurück bei Risen. Und ich schaue mich erstmal ein bisschen um, was es hier so Tolles zu suchen gibt, zu finden gibt. Was ist denn... Ah, okay, das ist der Bauernhof hier oben. Ich verstehe. Was ich mich dazu jetzt frage... ist, was es denn hier drin so Tolles zu entdecken gibt. Außer Dunkelheit und Schwärze. Und wahrscheinlich nicht viel. Da ein Pilz. Okay. Das weiß ich glücklicherweise, das lernt man sonst eigentlich auch aus Tutorial-Nachrichten. Ich hab nichts gesagt. Ich habe absolut nichts gesagt. Und gegen eine Panzergrille komme ich sowieso nicht an. Okay. Wir ignorieren das einfach mal. Vielleicht sollte man auch auf den Boden gucken. Dann nehmen wir jetzt nur noch den Pilz mit. Und nein, komm. Ich schieße dich wenigstens auf, dann haben wir das später schon erledigt. So, dann nehmen wir den Pilz mit. Ja, Mr. Panzergrille, du darfst weiterleben. Ja, ab und zu funktioniert das tatsächlich mal mit dem Ring. Deswegen habe ich da extra gerade geguckt. Das könnte jetzt sein. Ich probiere es einfach mal aus. Ja, dass das Ding aus ist. Ach komm, man gönnt sich sonst nichts. Panzergrille. Hallo. Aua. Du machst ganz schön viel Damage, Kumpel. So eine Panzergrille ist nicht mal eben einfach zu besiegen. Aua. Die ist eigentlich sogar stärker als ein Krallenfalter. Hopp. Aber die Hälfte haben wir zumindest schon mal. Okay, da hat sie uns. Okay, ich probiere es nicht nochmal. Ich wollte es einmal testen. Mein Ziel ist heute tatsächlich, endlich mal den Weg in die Hafenstadt zu finden. Und zu dir kommen wir später. Mr. Panzergrille. Gut. Ja, na komm schon. Juti, dann Tellur. Ich glaube, wir können. Folge mir. Ja, bin doch schon dabei. Wenn du diesem Weg hinauf folgst, wirst du zur Vulkanfestung gelangen. Aber was rede ich? Überall auf der Insel sind Schilder aufgestellt, die dir den Weg weisen, wenn du dich verlaufen hast. Verstehe. Soll ich dich noch weiterführen? Ja bitte, das gibt XP. Ja, geh weiter. Gut, na dann komm. Folge Tellur ein letztes Mal. Das heißt ein letztes Mal 50 XP für uns. Gleich nachdem wir natürlich hier den Wolf aus dem Pantalon gekloppt haben. Ja. Den Mist. Ja. Aua, was ist denn mit den Wölfen in letzter Zeit los? Warum gehen die denn so ab? Wir müssen weiter. Ja, theoretisch müssen wir weiter. Praktisch sind hier oben aber noch ein paar Seegeier. Komm mal mit, Freunde, hm? Ja, nur Hilfe, hier sind Seegeier. Nein. Kann sich mal bitte einer wenigstens auf Tellur? Dankeschön. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Ja. Leute, ihr könntet euch mal wenigstens ein bisschen benehmen. Hm? Oh, ich schlag Tellur zu Klump, auch nicht schlecht. Ja. Na komm, einmal noch. Sehr gut. Dann nehmen wir den hier noch mit, den hätte ich sonst fast übersehen. Und hier oben noch die Stachelratte.
Stachelratten. Hi, Leute. Aua. Unterbrecht doch meinen Angriff nicht einfach. Nee, ich gehe jetzt. Das könnt ihr vergessen. Tellur, hilf, hier sind blutrunzige Stachelratten. Tellur, du musst mal was tun. Ich bin sonst tot, wenn ich hier aufhöre Okay. Los, Tellur. Sehr gut. Absolut. Hier, den hier. Bisschen Fleisch essen. Was ist? Bisschen Hühnchen essen. Der Typ muss so fett werden. Was haben wir hier noch? Schwache magische Heilung. Ne, das ist die starke, das ist die schwache. 50, okay, das können wir machen. Immer noch ein paar Wölfe. Hey, Leute. Ja, ja. Oh, ja, ernsthaft? Hello, one-hitted die? Aber na gut. Wieso kriegen wir eigentlich kein Fleisch von den Wölfen? Und wo ist der letzte hin? Eins, zwei. Wo ist der dritte? Wolfie? Wolfie, da ist der letzte. Ich habe nur noch eine Frage jetzt. Hier hinten ist ein interessantes Tierchen. Was nicht gerade einfach zu besiegen ist. Und ich bin am Überlegen. Kumpel? Kumpel, kann ich dich mit zu Tellur locken oder hast du da was dagegen? Ich kann dir gerne einmal ins Gesicht schießen, damit du mir folgst. Hi. Ah, das war gerade noch rechtzeitig abgewehrt. Nein, au. Hilfe, Tellur! Tellur? Tellur? Hallo? Hallo? Du bist doch ein Idiot, ey. Warum gehst du denn einfach weiter? Ich hatte dich gebraucht. Na gut. Dann kümmern wir uns eben auch später um die Donnerechse. Ach ja. Naja, gut. Was nicht sein soll, soll nicht sein. Tellur möchte uns nicht bei der Donnerechse helfen. Er will nicht einsehen, dass er ohne uns die Krallenfalter nie hätte besiegen können. Und will nicht dieselbe Schmach bei dieser Donnerechse erleben. Ja, das wird es sein. Hey, Kumpel. Was ist? So, den Rest bis zum Hintereingang der Stadt musst du alleine gehen. Es ist aber nicht mehr weit. Halte dich von hier ab Richtung Süden, durch den schmalen Korridor dort. Immer weiter nach Süden und du wirst auf eine hohe Felswand treffen. Dieser folgst du einfach weiter. Sie wird dich direkt zum Stadttor führen. Und was passiert dann? Ich vermute, dass eine Wache der alten Stadtgarde vor dem Tor steht. Naja, aber ich schätze, dir wird schon was einfallen, wie du den Wachposten überredest, dich passieren zu lassen. Überreden? Wie soll das laufen? Sagen wir mal so, wenn du genug Gold dabei hast, wirst du seine ganze Aufmerksamkeit haben. Das war schon immer so bei den Jungs der alten Stadtgarde. Verstehe. So, ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Kornfeld. Viel Glück und lass dich nicht unterkriegen. Danke, Tellur. Tja. Damit wären wir jetzt tatsächlich endgültig auf uns allein gestellt. Wir können einmal abspeichern. Wir können uns mit diesen Stachelratten hier prügeln. Oh, es sind junge Stachelratten. Das trifft sich sehr gut. Die sind nämlich noch mein Kaliber. Aua. Ja. Weg mit euch. Ich glaube, der Wolf ist schon über meinem Kaliber. Mir war er so...
Naja, über meinem Kaliber ist es halt normaler. Es sind drei normale. Aber auch nichts, was wir nicht schon geschafft hätten. Hilfe? Nein. Dürft uns nicht umlaufen. Das ist jetzt ziemlich ungünstig, wenn ihr das macht. Au, 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 au. Ja, genau. Hm, Wolfi. Komm mal her, hä? Au. Na. Okay. Ja. Noch nichts dagegen, den letzten wenigstens noch einmal zu treffen, dann wäre der nämlich weg. Ja, der ist weg. Der ist weg und der hier ist fast weg. Sehr gut. Au, 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 au. Wenn wir jetzt drauf gehen, wäre das ziemlich peinlich. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Wölfe besiegt. Ein weiterer Sieg ist auf unserem Konto. Denn auch ohne Tellur sind wir unaufhaltsam. Sagt er und starb am nächsten. Irgendwas, keine Ahnung, was wir hier als nächstes über dem Weg haben. Das hat keinen Sinn ergeben. Egal. Erstmal speichern. Speichern ist immer gut. Ach, Krallenfalter. Nein, danke. Ich nehme die Ogerwurzel und das reicht mir dann eigentlich auch. Ich gucke dann nochmal hier nach oben links. Krallenfalter mehr als einen alleine zu besiegen, ist dann wirklich über meine Gehaltsklasse. Im Gegensatz zu den Gnomen hier. Die könnten meine Gehaltsklasse sein. Nein, die sind auch über meine Gehaltsklasse. Das merkt man am Damage, den die einstecken. Das ist absolut über meine Gehaltsklasse. Mit denen sollten wir nicht spaßen. Einfach mal ein bisschen wegrennen, dann geht das schon. Kommen mit den kleinen Beinchen sowieso nicht so schnell hinterher. Gut, dann geht's jetzt auch zur Hafenstadt. Oh, hi Kumpel. Was tut denn hier? Kannst gerne allein mitkommen, das ist... Hab ich irgendwas gesagt? Nein, ich glaube nicht, oder? Oh, guck mal, unsere Freunde. Ja, wenn ein Gegner zu stark für dich ist, solltest du zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Danke, Spiel. Wenn du gerade nicht auf die Toilette musst, solltest du zu einem späteren Zeitpunkt hingehen. Auch so ein nützlicher Tipp. Kann man viel mit anfangen. Da ist ein Häuschen. Da ist eine Wichtelkappe und ein Druidenschierling, aber ich wette, die sind nicht einfach so unbewacht. Sieht aus, als hätte ich die Wette verloren. Passiert. Hier werden wir uns später noch ein bisschen umgucken. Hier ist beispielsweise ein Grab, das können wir schon mal ausheben. Ruhe in Frieden. Hier ist was vergraben. Wirklich? Wir haben ja immerhin schon eine Schaufel, also... Das geht schon. Auch wenn, soweit ich weiß, wir damit tatsächlich noch nicht so viel anfangen können. Da das eine Seemannskiste sein müsste. Und die gehören später noch zu einer Hauptquest. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Genau. Naja. Dann nehmen wir das Grünblatt hier mit. Guck mal, da unten ist der Häuptling. Wenn ich jetzt lebensmüde wäre, könnte ich mich da einfach runterstürzen. Aber vielleicht laufe ich einfach. Soll manchen Leuten schon das Leben gerettet haben, habe ich zumindest gehört. Das gehe ich noch nicht an. Da oben ist ein Keiler, da brauche ich auch noch nicht hin. Wolfi macht einen Backflip.
Beeren sind immer gut. Ja, Grünblatt. Eine Reiselust. So, haben wir noch Pilze und ein Wolfi. Hallo Wolfi. Zwei Wolfis. Ja. Ja. Oh, ein Hungriger und ein Normaler. Ja. Und noch ein Normaler. Gut, dass ich den gerade noch rechtzeitig gehört habe. Ja. Ja. Nein, 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 nein. Ganz böse. Ganz, ganz böse. Ganz, ganz böse. Nein, böse Wolfis. Ja. So, schön ausweichen. Nicht, au, nicht sandwichen lassen, sage ich, und lass mich sandwichen. Immer diese zwei Frontenkriege, die man gegen diese Wölfe führen muss, weil die immer um einen rumlaufen. Man braucht wirklich strategisch gute Plätze gegen diese Viecher. Ja. Komm doch her. So, der ist weg. Und gegen einen geht es ja. Ja. So. Au, 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 au. Junge, ich bin doch gerade ausgewichen. Das war nicht ganz so souverän, der Kampf, aber hey, wir haben es zumindest geschafft. Und ich glaube, mein Plan von wegen in der heutigen Folge die Hafenstadt erreichen, ich glaube, den kann ich mir auch in die Haare schmieren. Jetzt mal ein bisschen was hier. Lecker, lecker, lecker. Apfel. Noch ein Apfel. Hähnchenkeule. Rot ist auch gut. So, reicht. Klar, friss ein ganzes Brot und sei noch hungrig. Verstehe ich nichts. Der Typ müsste so fett werden. Da, meine absolute Hasshöhle. Ich hasse diese Höhle. Ich hasse alles, was da drin wohnt. Es sind Ghule. Deswegen. Au, och, ja. Leute, benimmt euch doch mal hier. Ich habe mich doch gerade erst wieder geheilt. Meine Fresse. Hi, Kumpel. Nein, danke. Gegen dich kämpfe ich noch nicht. Ich habe gelernt vom letzten Risen-Spiel. Mit Ghulen sollte man sich nicht zu voreilig anlegen. Ich höre... Ach, ich glaube, das ist die... Ja, das ist der Kollege da oben. Den statten wir später einen Besuch ab. Aber momentan... Hungriger Wolfi! Ja! Ja! So. Kumpel ist auch... Aua. Der ist auch hungrig. Ja. Seegeier... Hungriger Seegeier oder normale? Normale. Au. Tödliche normale. Ach komm, ich brauch's ja gar nicht erst zu probieren. Ihr werdet mich doch gleich umbringen. Der eine wird mich... Da war's doch schon. Da ist der Tod. Gut. Naja. Passiert. Passiert. Dann widmen wir uns euch später. Ich will jetzt nicht vor, irgendwie eine Übermacht an Gegnern zu besiegen, gegen die ich nicht ankomme. Vor allem will ich jetzt nicht 1000 Sachen in mich reinschlingen, nur damit ich jetzt vielleicht gegen zwei Seegeier bestehen könnte. Da bringe ich lieber diese Stachelratten hier um. Aua. Ich sagte, ich wollte euch umbringen, nicht ihr mich. Das habt ihr falsch rum verstanden. Oh, wir schaffen es doch noch in die Hafenstadt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Gut, vielleicht noch nicht rein, aber zumindest schaffen wir es davor, denn wir sind da. Gucken wir uns jetzt noch an dem... Oh,
Oh. 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 Okay, war's das? Oh. Na gut. Aber hier noch was. Da noch was. Da wohnt noch eine Stachelratte. Da wohnen noch zwei Stachelratten. Au, 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 au. Vorsicht, eine Leiche. Die irgendwas dabei hatte, was blauen Hintergrund hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das denn tatsächlich war. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Die kriegen wir nicht auf. Na gut, na gut, na gut. Dann würde ich sagen, das war diese Folge. Das war der Weg der Hafenstadt. Der Weg zur Hafenstadt. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal mit Mr. Wache. Hey du, was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Sprich mich halt einfach an. Deshalb will ich ja rein. Du hast Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Die Deppen sind direkt der Inquisition in die Arme gelaufen. Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Wenn du ein bisschen Gold rüberschiebst, können wir über alles reden. Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich. Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Vielleicht wurden sie einfach nur überzeugt. Mich kannst du vielleicht mit ein paar Goldstücken überzeugen, aber was der Inquisitor mit denen gemacht hat, ist viel schlimmer. Ich sage dir, er hat sie verzaubert. Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen. Aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht? Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Lass uns handeln. Wollen wir mal gucken, was hat er denn so? Ein normales Schwert, Axt, Stock, eine Armbrust, Pfeile, Bolzen, Heiltrank, Fackeln, Pfanne. Ja, braucht man alles nicht. Die Perlenkette hebe ich mir mal noch auf.
Die Schöpfkelle kann weg, der Krautstängel auch. Ja, so viele gute Sachen, die wir einfach verticken können, haben wir halt nicht. Aber wir haben auch 400 Gold und wir brauchen 100, ich glaube. Ja, das geht schon. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Folge. Und dann geht es in der nächsten Folge in die Hafenstadt. Bis dahin, tschüss!